Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei meinem Rezept. Heute habe ich wieder ein super leckeres Erdbeerkuchenrezept für euch ohne Backen. Es ist super einfach zum Vorbereiten, schmeckt richtig lecker und zeige euch die Zutaten dazu. Ich werde erstmal die Creme vorbereiten. Dafür brauchen wir 250 Gramm Mascarpone-Käse, 500 Gramm Magerquark, 200 Gramm Schmand, 200 Gramm Schlagsahne. Dann habe ich so ungefähr 150 Gramm Zucker genommen und 4 Päckchen Sahne steif. Dann brauchen wir ein Päckchen Vanillezucker noch. Es ist auch wirklich super einfach, die Creme vorzubereiten. Alle Zutaten werden einfach in eine Rührschüssel hineingegeben und mit dem Mixer cremig geschlagen. Statt Sahne steif könnt ihr natürlich auch entweder Schlagcreme oder Creme Chantilly nehmen. Creme Chantilly bekommt ihr in jedem türkischen Lebensmittelladen. Jetzt werde ich eine Packung Kaltschale Erdbeergeschmack mit Wasser einfach vermischen und damit werde ich dann meine Waffeln einweichen. Und wir brauchen Waffeln. Ich habe genau 4 Packungen Waffeln genommen und diese Runden sind genau passend, wenn ihr jetzt Kuchen oder Torten ohne Backen vorbereiten möchtet. Ich habe 6 Stück in die Auflaufform hineingegeben und diese erstmal mit Kaltschale Erdbeergeschmack eingeweicht und darüber gebe ich dann ein bisschen von der Creme. Das habe ich dann so lange wiederholt, bis alles alle geworden ist. Ihr könnt natürlich auch statt Kaltschale Erdbeergeschmack ein bisschen mehr Erdbeeren nehmen, diese pürieren und damit die Waffeln einweichen. Aber mit Kaltschale war das richtig super lecker und viel, viel einfacher für mich. Und so habe ich das Ganze dann auch geschichtet und die letzte Schicht habe ich Kaltschale genommen, aber es ist völlig egal, was ihr als letzte Schicht nimmt, denn darüber kommen die frischen Erdbeeren. Also ich finde, diese Waffeln sind super, super geeignet für solche Torten und mit den Erdbeeren war das eine super Kombination. Wir brauchen so ungefähr 500 bis 600 Gramm frische Erdbeeren. Es ist jetzt Erdbeerzeit. Die Erdbeeren habe ich gewaschen und in dünne Scheiben geschnitten und über den Kuchen verteilt. Je nachdem, wie groß euer Form ist, kann das sein, dass ihr mehr oder weniger Erdbeeren braucht. Ich habe jetzt 2 Packungen Tortenguss vorbereitet mit Erdbeergeschmack und es lauwarm werden lassen und über die Erdbeeren gegeben. Ihr könnt natürlich auch normale Tortenguss nehmen, aber mit Erdbeergeschmack passt das super. Und ich habe den Kuchen über Nacht in den Kühlschrank gegeben und am nächsten Tag erst angeschnitten. Das war richtig, richtig lecker, kann ich euch nur sagen. Das wäre es dann eigentlich auch heute von mir. Ich hoffe natürlich, dass euch auch dieses Rezept gefällt und ihr das auch ausprobiert. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und sage Tschüss bis zum nächsten Video.